Moin, ich bin heute unterwegs durch das schöne Ostfriesland auf dem Weg zum Betrieb Dornumer Küstenmilch. Dort ist Smackstack im Einsatz seit Juli 2021 und ich habe mich dort heute mit Hajo Fabik verabredet, um mal zu erfahren, wie er seinen Tagesablauf mit Smackstack gestaltet und welchen Nutzen er aus dem System zieht. Moin Hajo, hallo. Moin Björn, wie geht's dir? Gut soweit. Ja, schön, dass du Zeit hast, dass wir mal gucken können, wie läuft's. Du hast dich für Smackstack entschieden. Ja. Was war so für dich so das Erste, wo du sagst, Mensch, das könnte das System sein? Also unter anderem hat ein Nachbar von mir das ja, ein guter Kumpel, da habe ich mich im ersten Schritt mal so ein bisschen informiert. War ein bisschen erschlagen, muss ich auch sagen, von diesen ganzen Daten, die man da kriegt, ohne die, dass man da weiß, was mit anzufangen. So, aber letztendlich war Smackstack dann mal vor Ort, hat uns das alles erklärt. Was ausschlaggebend war, eben die einfache Installation. Antenne anbringen, Bolus rein, das läuft. Wir brauchen keinen PC, keine anderen Antennen, die miteinander kommunizieren müssen. Aufgrund der Standortwahl ist das ja auch ein bisschen schwierig gewesen bei uns. So, und man braucht sich nicht um Updates kümmern, diese ganze Aktualisierung, was dahinter steckt. Man kann von überall auf seine Daten zugreifen. So, und das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt, wenig Installationsarbeit und sofort anfangen zu können. Wie ordnest du das vom Tag her? Musst du dir irgendwann einen PC oder wie organisierst du deinen Tag? Eigentlich ist es so, es funktioniert den ganzen Tag über mit dem Handy. Vor den Melkzeiten, vor den Stallzeiten, setzen meine Frau und ich uns meistens einfach, ich sag jetzt mal, nachmittags beim Tee hin, gehen die Listen immer einmal durch, Abkalbelisten. Du siehst ja, wenn die Kurven hochgehen, im Kontrollieren, ne, Temperatur, wer ist schon wie behandelt worden, was muss man da vielleicht machen, da nochmal Scheibentest, Euterkontrolle und sowas alles. Das wird einmal durchgesprochen dann. Smackstack kann ja schon sehr früh eine Euterentzündung anzeigen. Genau. Was ist dein Gefühl? Sind das Stunden, ist das ein Tag, sind das zwei Tage? Was ist deine Erfahrung? Also, einen Tag sogar schon, wo Smackstack vorne vorweg ist. Ja. Ne? So, Fiebermeldung, man muss sich die Tiere auch immer mal angucken. So, aber diese Fiebermeldung werden bei uns konsequent abgearbeitet mit dem Ketoprosol oder Kelaprofen. Die Euterentzündungen sind nicht ganz weg, aber deutlich reduziert. Also in der Größenordnung von ein Drittel weniger, Hälfte? Ich würde sagen, fast zwischen Hälfte und 65% so ungefähr, was das drunter gegangen ist. Durch diese erste konsequente Abarbeitung der Fiebermeldung. Einfach stramm dran, da nicht genau hinterfragen, sondern einfach, Temperatur geht hoch, ich sage einfach mal, erhöhte Temperatur kommt, beziehungsweise stark erhöhte Temperatur, konsequent abarbeiten, spritzen und dann gucken, was die Temperaturkurve macht. Man sieht es ja, verfällt sie ganz ab oder geht sie so wieder so ein bisschen nach oben hin, denn dann muss man nochmal nachlegen oder dann intensiver nachgucken. Welche Dinge sind dazugekommen zum Stall in der täglichen Arbeit? Worauf achtet Smackstack? Worauf achtest du? Also ganz klar Fieber, Temperatur, Frischmelker-Management, Fieberthermometer liegt vollgestaubt im Stallbüro, sag ich mal. Muss er erst wirklich wieder suchen. Ja. Temperatur, Abfall kurz vor der Geburt, sag ich mal, wenn du die Abkalbe Meldung hast, was uns vorher überhaupt nicht bewusst war, dass Smackstack sowas auch macht oder man kann ein sehr strammes Abkalbemanagement betreiben hier. Gerade letzte Nacht bzw. gestern Abend kamen 4 Abkalbemeldungen. 2 davon haben schon abgekalbt. Eine ist kurz davor, die vierte in den nächsten Stunden sicher. Ja. So, wir machen das dann grundsätzlich so. Kommt die Abkalbemeldung, kriegen die Tiere jetzt einen Calciumbolus, weil der Pansen dann noch aktiv ist. Ja. Der wird noch verarbeitet, um ein Stück weit Vorsorge zu betreiben. Ja. So, das hat sich alles über die Zeit dann eingespielt, wenn man wusste, wie man mit diesen Daten, diesen Meldungen dann umgehen muss letztendlich. Dann sowieso vierte, fünfte Kalb, immer ein bisschen mehr Augenmerk als zweites, drittes Kalb, sag ich mal. Calciumboli grundsätzlich, einmal vor der Geburt, einmal nach der Geburt. So, und dann Augenmerk, Temperatur, Bewegungsaktivität. Ja. So, das ist so das, was natürlich auch ganz interessant ist, ist nach den Abkalbungen, dritter, vierter Tag, wenn die Temperatur wieder rauf geht, augenscheinlich ist die Nachgeburt runter, ist da vielleicht doch noch irgendwas, was man so gar nicht sieht oder wahrnimmt, wo man nochmal hinterher muss denn dann, wenn sie nicht ans Fressen kommt, Temperatur unten bleibt, Ketoseproblem, eventuell Stoffwechselproblem. Voriges Jahr auf Empfehlung von deinem Nachbarn angefangen mit Smackstack. Ja. Welche Erwartungen hast du da an Smackstack? Wie bist du da angegangen? Ja, das ist so, die Erwartungen von uns waren an sich die, wir wohnen ja 5 bis 6 Kilometer vom Stall entfernt. So, und der Hauptgedanke oder der Hauptgrund war an sich diese Brunsterkennung.
Ja? Ja. Wann sind die Kühe wirklich in Brunst? Kriegt man, wenn man sie augenscheinlich sieht, auch immer zum optimalen Besamungszeitpunkt mit? Bis dann hast du es visuell gemacht? Immer visuell, immer wenn jemand im Stall war, hat die visuelle Wahrnehmung gemacht, aufgeschrieben. So, dann haben wir geguckt. Bloß die Frage stellte sich uns dann ja immer, ist die Kuh denn gerade in Brunst gekommen zu dem Zeitpunkt oder war vorher schon mal was, wo keiner im Stall war und diese ganze Brunst-Thematik verschiebt sich halt um ein paar Stunden dann. Das ist ja nicht nur die Anzeige. Wie nutzt du das auch, wenn du jetzt eine Brunstanzeige hast oder die ausbleibt? Welche Funktionen nutzt du da? Ist es einfach, wie bestimmst du den Zeitpunkt meinetwegen? Fangen wir damit mal an. Diese Besamung muss natürlich auch in den Tagesablauf reinpassen. Smextech gibt ja Zeitfenster vor, wo dieser optimale Besamungszeitpunkt ist. Grün, orange, rot. So, wir versuchen für uns immer am Ende des grünen Bereiches zu sein, weil wir da das Gefühl haben, das Tier ist am leichtesten zu besamen und nimmt auch am besten auf. Wir müssen auch faden dann immer und so muss es doch schon in den Arbeitsablauf. Aber den für dich günstigen Zeitpunkt findest du damit dann auch? Den finden wir auch dann, ja. Du hast ja erst angefangen, Smextech nur bei den Kühen eingesetzt, ja. Hast da Brunst- und Temperaturüberwachung, Wiederkäuüberwachung gemacht. Genau. Und dann bist du einen Moment später auch noch bei den Rindern angefangen. Ja. Was war für dich so der Anlass? Der Hauptanlass bei den Rindern war, die besamen wir auch selber, auch ganz klar der Besamungszeitpunkt. Wir wollen irgendwo ein Erstkalbealter mit 24 Monaten haben, dass wir die auch früh genug zu packen kriegen, den Besamungszeitpunkt. So, dann besamen wir die Rinder aber ausschließlich gesext, ne, um einen leichten Kalbeverlauf zu haben. Ja. So, und damit man da diesen Besamungszeitpunkt dann optimal erwischt. Um was ist beim gesexten Sperma? Ist das das gleiche wie beim nicht gesexten Sperma oder gehst du da noch einen anderen Zeitpunkt Nein, an? Ist auch. Hat sich für uns jetzt, wir haben das glaube ich seit März diesen Jahres und da bestätigt sich auch so dieser Besamungszeitpunkt, Ende grünes Fenster, Anfang oranges Fenster. So. Das ist so ziemlich gleich bei uns denn. Du hast ja auf Empfehlung vom Nachbarn mit Smextech angefangen. Ja. Du würdest das deinem nächsten Nachbarn auch weiterempfehlen? Sofort. Ja. Sofort. Für jederzeit so. Also ich will nicht zu weit ausschweifen, aber allein diese Temperaturbestimmung so. Ich behaupte mal, das wird für die Konkurrenten schwierig, da so genau drauf gucken zu können in dem Moment. Denn. So, wie du hier jetzt sehen kannst, haben wir hier drei Abkalbemeldungen. Haben wir gestern Abend in die Abkalbeboxen geholt. Ja. Hier die Nummer 202. Mhm. Kannst du gut erkennen. Abkalbemeldung, 16.20 Uhr gestern Nachmittag gekommen. Ja. Haben wir nach dem Melken rübergeholt. Die blaue Linie, diese Abkalbelinie geht hoch. Ja. Ja, ist ziemlich an der Spitze. Man kann auch erkennen, dass das in den nächsten Stunden hier weitergeht. Deine Erfahrung ist so 15 bis 30 Stunden oder wie? Ja, das ist die Gesexbesamten, die sind natürlich flott unterwegs. Ne? So, die sind schneller da. Ja. Aber eigentlich kannst du sagen, im Schnitt so 12 bis 24 Stunden später. Okay. Das ist so eine Faustreihe, wo wir uns so ein bisschen nach haben. Also, wenn die Abkalbemeldung kommt, dann quietschen wir nicht mit Vollgas hierher und holen die da raus. Ne? Also, das hat schon Zeit bis zur nächsten Melkzeit. Ja, ja. Ne? So, und dann, was natürlich immer sich kreuzt, denn Abkalbemeldung, Temperatur geht runter, wieder kauen, Aktivität geht hoch. Das alles, sind so Sachen. Alles im Blick. Alles im Blick. Das kannst, daran kann man schon sehen, dass das vorangeht dann eben. Ne? Ja, ja, ja. Was man hier natürlich, das ist ein anderes Beispiel. Wir haben diese Watchlist ja hier. Nach dem Abkalben setzen wir uns die da drauf, damit wir die ein paar Tage lang beobachten können. Die Watchlist ist für dich eine Notizfunktion, ne? Genau, Notizzettel einfach, den wir immer dabei haben, damit man genau gucken kann, was die Tiere haben. So, hier haben wir 27 Kontrolle nach Abkalbung, schreiben uns da dazu, damit wir auch wissen, was das Tier denn hat, sozusagen, wo man drum denken muss. Ja, ja. Ne, so. Wie hat die sich entwickelt, die 27? Die 27 hat hier abgekalbt, kann man ja sehen, blaue Linie geht steil nach unten. Ja. Temperatur ist normal, wieder kauen. Tut sich noch ein bisschen schwer denn? Tut sich noch ein bisschen schwer, liegt aber auch am Thema Abkalbebox. Wenn die wieder in die Herde kommen, geht das Wiederkauen tendenziell auch wieder nach oben. In der Gruppe? Ja, in der Gruppe. Wieder an. Wieder nach oben hin. Anderes Beispiel, hier haben wir die Nummer 97. Die hatte eine Mastitis, Wiederkauen geht runter, Temperatur hoch. Als erstes kam die Temperaturmeldung, starke Temperaturmeldung, Wiederkauen. So, wir konnten gleich reagieren, nach Melken behandelt. Ich sag mal, die nachfolgenden 12 bis 18 Stunden etwas rumgedumpelt mit Wiederkauen. Und Wiederkauen geht wieder und wieder nach oben hin, Temperatur auf normalem Niveau. Ja. Vernünftig gesoffen, sieht man an den Spitzen, die hier nach unten gehen. Der Trinkzyklus ist auch wieder erholt. Der Trinkzyklus ist wieder da. Ja. So, und daher weißt du, dass sie auf dem Weg der Besserung ist. Ohne viel Behandlung sofort, früh erkannt. So, früh erkannt. Sofort behandelt und. Und das ist eben das, was wir wollen. Früh dran sein. Mhm. Ohne Medikamenten kommst du teilweise dann nicht klar bei einigen. Aber du bist flott dabei und es reicht eine
Standarddosis, um das mal so auszudrücken. Denn ja. Dann, ne? Ja, so soll es sein. So, ne? Und das ist eben das, was man sich von dieser Früherkennung verspricht dann auch. Ne? Ja. Hajo, finde ich echt klasse, wie du dich da reingearbeitet hast, wie du das System nutzt, die Vorteile davon von nutzen kannst. Sei mal gespannt, da kommen noch viele neue Funktionen dazu. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ne? Schön. Klasse. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ne? Alles klar. Danke. Ciao. Tschüss.